In der ersten Runde des Unica ÖFB Cups besiegte der steirische Regionalligist TuS Bad Gleichenberg sensationell den Erste-Liga-Club WSG Swarovski Wappens mit 5:1 und warf die Tiroler aus dem laufenden Bewerb. Den Grundstein für den deutlichen Heimsieg legte Stürmer Philipp Wendler, der mit 3 Toren zum Man of the Match avancierte. Wir haben den 26-jährigen Studenten getroffen und seine Geschichte erzählt er euch jetzt. Hallo Philipp, erzähl uns doch, wie du die erste Cup-Runde erlebt hast. Ja, das war natürlich ein Wahnsinn, mit sowas hat keiner gerechnet. Wir haben spekuliert, ob wir vielleicht ein bisschen mithalten mögen und ja, dann nach dem 1-1 haben wir gemerkt, es geht was und dann natürlich, dass wir in einen kompletten Rausch kommen und ja, dass 5-1 ausgeht, das war wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, aber für die Südoststeiermark ist das was Besonderes, da gibt es nicht viele Mannschaften, die schon im ÖFB Cup waren und wir sind auch die Ersten, die einmal eine Runde weitergekommen sind. Das war halt für die Leute ein Wahnsinn. Was hat dich dazu bewegt, Fußballer zu werden? Ja, als kleiner Bub, eben, so wie jeder spielt Fußball und da will man natürlich auch dabei sein. Und dann macht es halt gleich mal Spaß, wenn du ein paar Tore schießt und so. Und ja, dann ist es eigentlich weitergegangen ins LAZ Gnas. Dann Akademie Kapfenberg, dort habe ich dann 7 Jahre als Profi gespielt und vorigen Sommer bin ich halt zurück nach Gleichenberg. Wie schaffst du es, Studium, Beruf und den Sport unter einem Hut zu bringen? Beschreibe uns deinen Alltag. Ja, aufstehen, arbeiten ist einmal das Erste. Jetzt mein Hauptbereich sind Mandelbauer Dächer. Da schreibe ich Angebote, Rechnungen, mache die Buchhaltung, Controlling. Dann, wenn Prüfungszeit ist, nach dem Arbeiten kommt das Lernen dazu. Und dann, ja, Training meistens am Abend, sonst bin ich gern mit Freund unterwegs oder Freundin eben, ja. Und die Freunde nur nebenbei, oder? Nein, hauptberuflich. Wir haben auch seine Teamkollegen befragt. Was für ein Mensch ist denn der Philipp? Der Philipp ist ein richtig guter Mensch. Ich kenne ihn schon länger eigentlich, schon von der Kapfenbergzeit her. Und als Spieler muss ich ehrlich sagen, er ist richtig torgefährlich und ich muss sagen, es ist richtig geil, mit ihm zusammenspielen. Erstens einmal Beine, die sicher um 20 bis 30 cm länger sind als die von den Gegnern. Für seine Größe irrsinnig gute Technik. Und er macht halt Wege, die richtig wehtun. Und setzt immer wieder sehr, sehr giftig nach. Wie würdest du deine sportliche Mentalität beschreiben? Ja, was kein anderer hat. Ich meine, ich will halt jedes Spiel gewinnen. Also deswegen bin ich oft, deswegen wäre ich ab und zu laut, weil ich unbedingt ein Spiel gewinnen will. Und ja, die Mentalität ist anscheinend nichts Schlechtes. Ich stelle einen Mannschaftserfolg schon über meinen persönlichen Erfolg. Und wenn man da die Chance verhaut, dann ist man halt also für alle der Buhmann. Und wenn man umspielt, gewinnt die ganze Mannschaft und hat jeder was davon. Wir wünschen Philipp und dem TuS Bad Gleichenberg alles Gute für die Zukunft und viel Glück für die zweite Runde des Unica ÖFB Cups, wenn die Steiger auf Flyalarm Admira treffen.